wo ich auch gesagt habe. Wir wissen, warum der Haus ausgegangen ist. Für die Freiheit, für die Grundrechte und für unsere Kinder. In diesem Sinne gebe ich das Mikrofon an die Kerstin weiter. Danke euch alle fürs Kommen. Ja, erst einmal schön, dass ihr da seid. Ich war letztes Jahr im September auf einer Demo in Wien und da habe ich ein ganz emotionales Erlebnis gehabt, in dem Moment, wo die Hymne gespielt worden ist. Es war ein blauer Himmel und die Fahnen sind geweht und zeitgleich habe ich den Gedanken dran gehabt, dass diese Unmenschen das Land, die Welt, in der ich groß geworden bin, in der ich meine Kinder auf die Welt gebracht habe, verraten haben, um einem globalen Plan zu folgen, der keine Rücksicht nimmt auf unser Wohl, unterstützt durch das Schweigen der Mehrheit. Mit sind die Tränen übers Gesicht kullert. Und diese neue Welt ist nicht die Welt, in der meine Kinder einmal sicher alt werden können. Ich werde weiterkämpfen für die Zukunft meiner Kinder. Und die Tränen, die ich damals vor einem Jahr auf der Demo über mein Gesicht drinnen gespürt habe, die haben mir nur die Sicherheit gegeben, dass ich den Weg weiterverfolge. Ich bin froh, dass ihr alle heute da seid, aber immer nicht so viel sind, wie ihr hofft. Und wir gemeinsam für die Zukunft unserer Familien und Kinder kämpfen. Wir wollen unsere alte Welt zurück und wir wollen, dass wir sicher und gesund leben können. Danke, dass ihr alle da seid. So, und jetzt ein Riesenapplaus für Martin Winkler. Hallo, grüß euch alle mit uns. Wie ihr schon gehört habt, ich bin der Martin und ich werde euch heute sagen, was für ein funktionierendes, starkes Immunsystem wichtig ist, so wie Vitamin D. Bei Vitamin D ist das Lebenssignal in unserem Körper. Und Vitamin D schützt vor Infektionen, vor Grippe und fährt alle Systeme im Körper hoch. Die meisten Menschen, die was da stehen, werden von Vitamin D schon mal was gehört haben. Vitamin D ist nichts anderes als wie die Sonne. In der Sonne ist die Zellinformation unseres Körpers enthalten. Ohne Sonne kein Leben. Und ohne Sonne können keine neuen, gesunden Zellen entstehen. Die Sonne hat von 44.000 verschiedenen Krankheiten auf über 2.800 Krankheiten einen massiven Einfluss. Die meisten Menschen in Österreich oder in Europa haben einen sehr niedrigen Vitamin-D-Spiegel. Die kommen nicht über 20 bis 30 Nanogramm heraus. In der gleichen Zeit misst man beim Rettungsschwimmer in Kalifornien einen Vitamin-D-Spiegel von 120 Nanogramm. Der Maasai in Afrika, da misst man knapp an die 150 Nanogramm. Bis jetzt hat man noch kein Arzt beantworten können. Warum? Dass in Europa wir alle miteinander mit einem Vitamin-D-Spiegel mit 30 Nanogramm auskommen sollten und in anderen Ländern, wo die Sonne ausreichend scheint und die Menschen sich ausreichend in der Sonne aufhalten, warum dass die alle so gesund sind. Vitamin D ist absolut wichtig für die Gesundheit. Und wenn im Körper signalisiert wird, dass der Vitamin D-Spiegel so niedrig ist, dann wird im Körper signalisiert, dass er im Winterschlaf ist. So wie ein Hund, die was in Gipse legt. Da tut sich nicht mehr viel. Und die meisten Menschen wissen nicht, dass man Vitamin D nur von April das war der Mohammer von in Österreich, gell? Oktober aufnehmen kann. Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin, was im Fettgewebe gespeichert wird. Und wenn es der Körper benötigt, holt er es außer. Das größte Problem kommt mit dem Vitamin-D-Spiegel in Schweden und in Norwegen gehabt. Da ist der Vitamin-D-Spiegel bei den meisten Menschen so niedrig gewesen, dass schwangere Frauen nicht einmal mehr ohne Kaiserschnitt
Kinder gebären haben können. Die Kinder sind auf die Welt gekommen mit Osteomalzie, mit schlechten Knochen. Und die Schweden und Norweger haben sehr unter dem Sonnenmangel gelitten. Aber die Schweden waren die dumm und die Norweger, die sind aufs Meer aufgefahren und haben da einen Fisch gefangen, der heißt Kabeljau. Von denen haben sie die Leber rausgerissen, in ein Fass reingeschmissen, da fallen lassen und den Satz, der was sie umbildet, das nennt man Leber dran. Früher Zeiten von den älteren Menschen können Sie sicher noch erinnern, die haben Vitamin D in Form von Leberdanke. Und zwar immer einen Esslöffel. Ey, ich muss euch was sagen, schaut mal. Schaut mal nach jetzt. Die meisten Menschen, und wir schon gesagt haben, wem gehört denn, von wem ist das mit den Leuten? Bis Oktober ungefähr aufnehmen können. Dazu kann man immer einen Test machen. Wenn man sie mit dem Rücken in die Sonne stellt, schmeißt der Körper einen Schatten. Leute, wollt ihr mal fotografieren, bitte?